Hi Leute und willkommen zurück zu Lies of P. Hoffentlich jetzt mit dem letzten Part. Ja, wir haben Ende vom letzten Part hier ein wunderschönes Outfit bekommen. Wir haben leider keine Waffe bekommen, was ich ein bisschen frech fand. Ich hätte diese Säge gerne gehabt als Waffe. Können noch mal gucken, ob vielleicht hier irgendwo jetzt ein Drop liegt oder so, aber ich glaube nicht. Also hier, Geppetto ist verschwunden, nachdem ich da gerastet habe. Ich weiß nicht, ob er ins Hotel gegangen ist. Können wir mal nachschauen. Ja, unsere neue Waffe mit einem längeren Griff. Mal schauen, wie das ist. Ich habe die Klinge nochmal geupgradet, weil wir genug Mondstein hatten. Und ich habe auch zwei Level in Entschlossenheit gegeben, was den Angriff hochgemacht hat. Ich weiß aber nicht, ob der Griff mit der Klinge in der Kombination stärker oder schwächer ist als mit dem normalen Griff. Kann ich nicht sagen. Die eine Zusatzheilung, sehr cool. Mal gucken hier vorne. Okay. Also mal 124 mit einem Schlag. Wir haben halt so zwei Special-Angriffe, die wir nutzen können, was mega nice ist. Waffe modifizieren. Habe ich gerade meine andere Waffe vernichtet? Ah ne, die Dinger sind, glaube ich, auseinandergebaut. Deshalb wird es nicht angezeigt. Okay, das in der Kombination macht 5 mehr. Okay, die Sachen sind jetzt voll. Hier hatte ich eben gerade schon mal was aufgesammelt. Yeah.
Moment, er hat mich geblockt und seine Waffe ist dabei in zwei Teile gefallen. Okay, so rum geht das also auch. Interessant. Auf jeden Fall glaube ich gesehen, dass hier ein Shortcut ist. Ist das diese Versteinerungskrankheit? Okay. Auf diese Ampullendinger zu geben. Ja, Status leiden und erhöht. Warum ist der da? Warum hat er einen starken Arm? Ich bin an dem Baum hängen geblieben, den ich nicht gesehen habe, weil ich in dem drin stand. Wieder. Survivors here. What do we do? Just give her that baby puppet? Yeah. Das ist für die Frau am Fenster. Sie hat ja gesagt, ihre Augen werden da von der Krankheit überdeckt. I'll use my power to help. Mehr Damage.
Es sagt uns sogar, über welchen Teleporter wir hingehen können, um das Questobjekt abzugeben. Das ist cool. For your information. Ja, ja. Ach so. Gleichzeitig angreifen mich beide. Nein. Ich wünschte, ich könnte dich verprügeln. Ich habe keine Zeit für dich. Tut mir leid. Aui. Nicht runterkommen, ne? You found her. I could sense her from miles away. Please let me hold her. There, there, my baby. What do you think? That's right. Kind one. Wise. Thank you. Was war das? Oh, wir können jetzt Musik spielen. Das hatte ich irgendwo schon gelesen, dass das geht. Okay. Du, Arschloch. Warte, bis meine Ausdauer wieder hab. Jetzt können wir weiter tanzen. Wie immer so machst du den dritten Schlag. Ich weiß, dass du den kannst, aber warum hast du den jetzt auf einmal gemacht? Keine Ahnung, also der erste im Bahnhof davon war auf jeden Fall leichter. Weiter. Nö. Nö. Auch nicht. Das Kostüm ist wahr. Ich hätte gerne lieber Ausrüstung, die mir mehr Stuff gibt. Wie viel gibt ihr? 300. Das Postding gibt mir noch 500. 5000.
Ja. Genau, wo war denn das jetzt mit der Musik? Moment, haben wir. Nein, haben wir nicht. Vor dem sagen wir haben. Hier das. Wollte ich gucken, ob das ein neuer Arm ist. Nee. Aber ich kann noch keine neuen Arme zusammen machen, oder? Nee. Ha. Keine Ahnung, wie man die Musik anmacht, die man bekommen hat. Ich habe gehört, dass man Musik irgendwie anmachen kann, aber macht halt auf den anderen Tasten nichts weiter. Okay. Ihr bleibt da stehen. Natürlich nicht. Benutze ein Sternfragment beim Riff neben Bossbereich, um ein Gespenst zu beschwören. Oh, okay. Dass das jetzt hier wirklich Finale? Ne, Moment. Doch, kommt her. Ne, geht wieder weg. Alles hört auf mein Kommando. Na, er ist sich noch nicht so sicher. Er auch noch nicht. Der Oberpolizist ist da. Er schafft den kleinen Polizisten nicht. Wie soll ich den machen? Kann ich wieder rausgehen? Thank you.
fliegen kannst du auch noch. Hä? So komplett scheiße mit dem Muskel. Also ich sehe, dass er am Hinterteil einen Schwachpunkt hat. Ja. Wieso können die Gegner denn nicht langsam sein, weil sie Tonnen wiegen? Warum müssen die schnell sein? Ne, werde ich nicht weiter versuchen, werde ich mir dann im Herbst dann vornehmen. Dann werde ich wahrscheinlich noch so 20 Level einfach in Stärke machen, beziehungsweise in Angriffskraft. Also selbst mit dem, mit der Hilfe, die by the way irgendwie nur was mit 60 Schaden pro Hit macht, und ich mache über das Doppelte pro Hit, sind wir auch nur bis in die zweite Phase Anfang gekommen und danach gar nichts mehr. Also danach war komplett aus. Ja. Schade. Hätte ich eigentlich gerne noch weiter versucht, aber ne, werde ich mir lassen. Dann für den 19. Dezember. Bis dahin. Ciao, Leute. Okay, ich habe noch was vergessen, bevor wir wirklich Schluss machen. Ich habe noch mal reingeguckt jetzt. Das Problem, was ich die ganze Zeit hatte, dass sich das Game langsam angefühlt hat. Langsames Gehen, langsames Rennen, langsames Dodgen oder nur verzögert der Dodge. Man muss das Game auf 30 FPS stellen auf dem PC. Da fick. Und auch beim Blocken hilft es wohl, wenn das Game auf 30 FPS steht. Dann habe ich auch nochmal nachgelesen. Ja. Dodgen mit Anvisieren sind nur so Sidesteps und so ein Rückwärtsstep.
Und dodgen ohne Anvisieren ist Rollen. Ich weiß nicht, warum es zwei verschiedene Sachen gibt. Das ist komplett Trash. Also ich würde es immer Rollen machen. Und dann Rollen halt auch wirklich mit Iframes, damit du kein Damage bekommst. Weil ich bin da jetzt ein paar Mal bei verschiedenen Gegnern wirklich ohne die anzuvisieren gerollt und habe trotzdem Damage bekommen. Manche konnten beim Esel keinen Backstep bekommen. Ich habe ja einen bekommen, weil er den Roboter angegriffen hat, der er dann mit dem Rücken zu mir stand und dann konnte ich einen Backstep reindrücken. Da ist wohl irgendwie, vielleicht das Icon wird nicht lang genug angezeigt oder irgendwie so. Aber es soll wohl sein, den Esel mit ein paar Backsteps ganz easy zu töten. Würde ich auch gerne nochmal versuchen, aber dann muss ich einen neuen Spielstand bis dahin machen. PlayStation Controller Buttons anzeigen fehlen. Es ist halt linker Trigger und so weiter, wie von der Xbox. Selbst ich hatte auch eine ganze Zeit die PlayStation Controller und habe halt die Xbox-Symbole bekommen. Wäre gut, wenn sie das hinzufügen, wenn es das geben für Xbox und PlayStation gibt, dass dann auch Xbox und PlayStation Controller am PC verschieden angezeigt werden. Fall Damage weiß ich nicht. Ich bin zweimal vom Dach gefallen und nicht gestorben. Oder was meint er? Warte. Sechs. Ich bin da runtergefallen, ist nichts passiert. Hä? Moment, nee. Warte. Ja, wer weiß, was er da versucht hat. Okay. Hier war ich überall so ein bisschen durch. Jetzt nichts wirklich Schlimmes. Genau, einer hat den Esel auch bis hinten zu dem Tanky-Polizei-Roboter hingezogen, hat die sich dann gegenseitig kloppen lassen und hat dann den Gewinner getötet. Das war auch cool. Ich will einer Koop in der Demo haben, keine Ahnung warum. Audio-Issues hatte ich nicht. HDR, ich habe keinen. Ja, also die meisten Sachen sind, es ist, das Game ist irgendwie zu slow, es ist, fühlt sich verzögert an. Ja, es ist alles dieses, das ist nur mit 30 FPS ordentlich spielbar ist. Ein Translation-Fehler in Spanisch. Genau, ich habe auch irgendwie japanische Anzeige irgendwie gehabt im Spiel. Manchmal so Untertitel oder sowas. Ja, ist, aber okay, ich glaube nicht, dass es jetzt ganz wilde, starke Fehler gibt. Also, das beheben sie, damit das auf auch 60 und 144 FPS sich ordentlich spielt mit den Dodgen und Blocken und dann ist das okay, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie daran was ändern, wie lange ein Backstep möglich ist mit diesem. Mit dieser Anzeige als, hey, jetzt könntest du einen Backstep machen. Ja, ich weiß halt nicht, ob es auch an den 30 FPS liegt, dass sich die Gegner so schnell mitgedreht haben, die Gegner mich haben gar nicht um sich rum dodgen lassen.
Werden wir dann am 19.09. erfahren, wenn wir dann die Vollversion spielen. Bis dahin, ciao Leute.